auch total schwer zu überholen, weil es einfach so wenig Geraden gibt und in den Kurven ist dann so schwer. Ja, da muss er schon extrem eng fahren, damit man den Kurven überholen kann. Boah, das gibt es doch nicht. Boah, schön. Das hat jetzt Zeit gekostet, den wieder zu überholen. Ja, überholen kostet immer Zeit. Auch das Scheiße. Auch das Werfen kostet das irgendwie Zeit. Frontflügelrot. Das heißt Normalbox. Nee, geht noch. Ist noch nicht so, dass ich in die Boxen muss. Also ist noch nicht ganz ab. Nur die wichtigsten Teile sind bald schon gefunden. 1,55 falsch jetzt schon. Du, der da so ganz alleine ist? Ja. So, ich muss mich noch besonnen auf die Seite. Ja, es kann sein, dass ich bin, der gerade die vier. Siehst du eine Vierergruppe vor dir? Ja. Die sehe ich. Ja, das sind wir. Das gibt es einfach nicht. Der Kuh fahre ich jetzt immer mit meinen Frontflügel an. Muss ich jetzt auch sein auf deinem Weg. Ich mache das immer so, dass ich von vorne ein bisschen auf dem Spiel und dann von der Kuh reinziehe. Aber in der Kuh bin ich genau, sonst ist alles angerichtet. Ja, jetzt langsam fange ich aber auch so ein bisschen an zu rutschen. Mir ist noch alle Dude. Ich will jetzt bloß wieder aufholen. Ja, jetzt von 3 Sekunden auf 5 hoch. Einfach wegen richtig viel Bullshit, das ich gebaut habe in 2 Runden. Ja, du kommst ja auch in Megaschritten einfach mal ran. Oh, ja, okay, ich muss in die Box. Ja, ich muss in die Box. Aber ich lasse mich jetzt hier nicht überholen. Vielleicht kann ich dir ja noch die Plätze geben. Nee, ich muss jetzt aber die Runde rein. Das geht nicht mehr mit meinem... Ich hab ja noch das Problem, dass mein Frontflügel nicht mehr wirklich da ist. Und ich verliere auch gerade richtig. Also jetzt in einer Runde einfach mal nochmal 2 Sekunden verloren. Ja, direkt einfach angeschlossen an die Gruppe. Ja, Reifen lassen langsam. Ja, also ich fahre jetzt in die Box. Und tschüss, Bruder. Du liegst 3 Plätze hinter Daniel. Gucken wir mal, wann die Ersten sind. Ich glaube, ich werde der Erste sein. Ja, das kann auch sein. Eine Reifen genau da. Und zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Er ist schon wieder wer abgehoben. Wie wenn ihr mir nach Start kommt. Schon wieder wer abgehoben. Komm, Nase auswechseln. Ich brauche eine neue Nase, meine Freunde. Könnt ihr ja auch mal gleich als auch YOLO-mäßig versuchen, auf weichen Reifen.
Du, das habe ich auch. Das ist mordsmäßig in die Hose gegangen. Ja, du hast halt keinen Kurs mehr. Wie lang? So, jetzt bin ich 18. Jetzt muss ich aufholen. Jetzt ist Aufholjagd angesagt. Ich habe frische Reifen. Einen frischen Frontflügel. Ja, mach mal, dann komme ich wieder ran. Teamarbeit. Richtige Teamarbeit ist das hier. So sieht Teamarbeit aus. Ja, wir holen einfach das Safety Car für den anderen. Das tust du allein schon mit dem Versuch. Strafe riskieren, aber mir sagen, er will das Safety Car rausholen. Nein, weggedreht. Oh. Wie viele Plätze hast du verloren? Ein. Und da kommt hier. Welcher Platz bist du denn? 15. Ja. Ich hab gar keine Kontrolle mehr über den Wagen. Ich hab schon nur noch. Ja, ich komme. Wenn wir vorbeikommen, das ist klar. Fährst du auch gerade in die Box? Ja. Ja, muss ich ja. Ich konnte gar nichts. Waren die anderen auch in der Box, oder? Ich weiß nicht. Speedy in der Box. Speedy ist in der Box. Ich glaube, Punkte werden... Nee, ich glaube nicht. Punkte werden sehr, sehr schwer. Dieses Rennen ohne Punkte. Die Strecke ist frei. Strecke frei. Aber ich habe jetzt freie Fahrt. Mal schauen, wie ich jetzt... Boah, ich muss echt sagen, ich komme gerade weg. Ich kann mich lösen. Vom 16. Oh. Da sind aber noch zwei andere in Kamier. Bin nicht letzter. Boah, Mann! Diese scheiß Kurve. Die eine da? Ja, ich komme mit der einen Kurve nicht klar. Das tut sich immer an. Boah, wie viele Sekunden sind denn auf Grosjean? Der muss bestimmt noch in die Box. Ich weiß es doch. Oh, DHL. Mann, ich mache auch gerade mega viele Fehler. Eigentlich habe ich es jetzt gar nicht verdient. Noch irgendeinen Platz auf. Ja, 20 Sekunden. Der kann sogar einen Stopp machen, wenn er will. Ach du Scheiße. Ich hoffe halt, dass Meißner jetzt gleich den Stopp macht. Ja, aber selbst wenn Bianchi in die Box geht, nee, Grosjean, noch 20 Sekunden. Bei mir, da wo ich bin, sind es noch 20 Sekunden, um ihn aufzuholen. Einmal übertrieben. Doch gut. Ja, oha, diese Runde 7 Sekunden aufgeholt. Auch nicht schlecht. Der war 12 Sekunden weg, jetzt ist er nur 5,9. Ja, 5,9. Komm doch noch mal. Der ist extrem pushing. Bis ans Limit gehen. Ein paar Plätze will ich noch gut machen. Ja, nur einfach, einfach für die Ehre. Ich würde es eigentlich schön finden, noch Grosjean aufzuholen. Das wäre doch mal so ein Erfolg, aber ich zweifle es. Ja, dann wärst du jetzt vielleicht 16. Und wir hätten
Wir hätten Hand in Hand ins Ziel fahren können. Okay, wahrscheinlich wäre ich vor dir trotzdem gewesen und ich hätte probiert auszubremsen, aber... Vielleicht wäre die auf den Bombs gekommen. Ich glaub's das selber nicht. Was ist der auf Regenreifen? Ich wollte schon sagen, was der ist auf Regenreifen? Ich habe das Gefühl, dass die doch schon in der Box fahren, Alter. Wann fahren denn die Bots in die Box? Ja, jetzt mal ehrlich, eine ehrlich gemeinte Frage, wann fahren denn die Bots in die Box? Weißt du das? Weil es kann doch nicht sein, dass die echt mit den Reifen durchfahren. Ist ja gar nicht machbar. Ich würde mal vermuten, wer in Runde 7 denke ich mal, war nicht drin. Sicher? Ja, also ich bin mal glauben, dass das ungefähr der Mittelmaß sein würde. Auf jeden Fall sollte ich mit dem Reifen in Runde 7 3 Sekunden Rückstand auf deinen Vordermann. Und die halt ein bisschen länger als die. Also meiner Meinung nach ist hinter mir und vor, okay, hinter mir, auf jeden Fall mal hinter mir, keiner in die Box gefahren. Ganze Zeit nicht. Ja, aber trotzdem, die müssen nochmal in die Box fahren. Okay, ich meine, ich mach gerade, die hinter mir sind jetzt auch schon 10 Sekunden weg. Und auf den vor mir hole ich gerade auch ziemlich auf. Na okay, ziemlich ist passiv, 3 Sekunden. Er kommt bei der Lage, jetzt. Sprintduell, wer hat die bessere Verteidigung? Und er trägt mich dann gegen die Wand und... Und er trägt mich gegen die Wand, aber... Ja, egal, ich bin bremst und gefahren. So, der nächste ist wieder Bianchi. Ah, wieder. Ja, wird jetzt wieder ein bisschen spielen mit ihm, ja. Ach, Bianchi schon? Ja, dann sind's noch 12 Sekunden bis zu mir. Okay, zwei Runden habe ich noch. Dann schauen wir, wie ich aufhöre. Oh, scheiße. Alter, ja, geil. Wisst ihr, jetzt mache ich auch noch richtig Bullshit die ganze Zeit. Habe ich sogar meinen Frontflügel noch beschädigt. Teile. 13 Sekunden später, hey, hier liegen deine Teile. Einmal schön drüber gefahren. So, mal schauen, was gleich leer ist und Zwischenzeit da. Ja, Premium. Sieht es so aus, als ob sich Daniel den Frontflügel beschädigt hat. Sieht nicht sehr gut aus. Ja, ich fahre gerade auch richtig Bullshit, ne? Ich habe meinen Frontflügel jetzt schon wieder in den roten Bereich getrieben. Hier liegen wieder Teile. Ja, hab ich doch gesagt. Benzin auch mal, ich habe Angst, am Ende kein Benzin mehr zu haben. Weil ich so extrem pushe. Bist du etwa auf Gemisch 3? Nein, auf Standard. Aha, jetzt ist Stille. Ja, ich bin auf Standard. Ja. Ja. Ich fahre auch immer auf Standard und sag dann, ich weiß nicht, ob mein Benzin reicht. Ja, das ist halt, wenn du so extrem push, dann reicht das nicht. Ich bin irgendwie fühlt sich das bei mir so, als ich ganz allein auf der Strecke wäre. Nur du bist noch da. Das ist in der nächsten Folge. Wir cutten das jetzt in 3 Folgen, ja. Die spannendste Folge wird doch einfach nochmal eine einzelne Folge. Da ich baue gerade auch so viel Bullshit, du holst da gerade auch so auf. Ich bin auch voll übelst am Pushen, ey, mein Hinterreifen. Hab nur noch das Reifenfenster im Auge. Benzin 80 Gramm drauf. Das willst du gar nicht wissen, ne?
Oh nein! Hamilton hat gewonnen. 6,8. Nein! Jawohl! Scheiße! Ja, hast du dich, bist du gerade da voll frontal gegengefahren? Nein, mit einer Ecke. Weil bist du, ich sehe dich da nur so rumstehen auf einmal, denke ich mir so, ja klar, ja klar. Dachte mir eigentlich so, ja, so viel kann er dir eigentlich gar nicht gekostet haben, auf einmal stehst du da so. Egal, ich bin wieder unterwegs. Der Mitten hat gewonnen. Ich weiß nicht, was das in der Facharbeitung sagen wird. Aber ich glaube, er wird jetzt Bombe sein. Weil ich einfach keine Punkte habe. Was, du hast 194 Punkte, als wenn der vor dir wird. Nee, nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass du mich noch holst. Egal, noch. Die schnellste Rennrunde gehört mir. Fahr ich einfach nur noch richtig vorsichtig, weil... Wisst ihr, mein Frontflügel ist nicht mehr da und ich will jetzt nicht noch abfliegen. Aber ich sehe dich da vorne. Ich bin noch mal richtig nah dran, aber es wird hier, nicht komm, mehr komm, reichen. Warte, nur noch 170? Das reicht nicht. Ich bin am Ende in der letzten Kurve einfach nur noch mal 170 Punkt. Gefahren. Aber du hattest 12 Sekunden Vorsprung. Ja, ich habe ziemlich viele Fehler gebaut und bin am Ende 170 gefahren. Ja, aber guck mal, 3 Sekunden dann gut aufgeholt. Und mit einer 1,53 die absolute Bestzeit hier ist, glaube ich, keiner rangekommen. Jetzt will ich wissen, wie ich stehe. Also in der Fahrerwertung. 194. 175, ist das der Endstand jetzt? Machst du das denn? Mit LB und RB wechseln oder so, mit Alliance und R. Ja, bei mir kommt da nur Fahrradzwischenfälle, Fahrradzwischenfälle. Dann drück mal Kreis, also für zurück, ich weiß nicht, was bei dir B ist. Ah, ist okay, alles okay. Kreis gemacht und dann halt... Ah! Da siehst du auch Konstrukteurswertung, da sind wir auf dem vierten Platz, das ist recht nice, hinter Red Bull mit 2 Punkten. Können wir sogar noch holen, können wir echt noch holen. Und halt, aber ich glaube, das ist das Endresultat jetzt von heute. Es ist auch. Gut, wir sagen danke fürs Zuschauen, wenn euch die Folge irgendwie gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da und schaut beim Daniel vorbei. Er ist der hey! Videobeschreibung. Haut rein und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ja, tschüss.